König Monsterpacke stirbt. Oh, das ist immer, das Schild von diesem Viech, der mal wiederkommt, ist so ein wenig nervig, aber es ist machbar. Und allein das zählt. Oh, der Diener dürfte das auch nochmal. Ja! Mein Tiergefährte braucht Hilfe! Der ist gleich tot! Komm mal, jetzt wieder angreifen! Ah, eine Runde. Einen brauchen wir noch. Glaube ich. Ich denke mal, dass wir nur noch einen benötigen. Also ein Diener muss noch durchkommen und ich glaube, dass wir da auch so schon schaffen. Ich brauche Heilung. Durchgekommen. Mist. Das habe ich zu spät gesehen. Moment, wo ist der Diener? Da hinten ist er. Nur den Mordrim wollte er jetzt von dem weglocken, oder zumindest. Mist! Piss dich! Mich verarschen? Du Kackranke! Dass die noch übrig bleibt, ey, wie nervig. Alles klar. Bedrohung neutralisiert. Und sogar ohne einmal zu sterben. Also komplett zu sterben. Einmal waren wir ja kurz downstill, aber... Ah, das zählt nicht. Aber das war ja auch nicht beim Kampf, das war ja davor und deswegen... Zählt das auch beim Kampf ja nicht, weil... Ne, da habe ich mich ja kurz doof angestellt, aber beim... Bosskampf? Gut, war das. Oh, das ist nicht so schön. Wir sind da, Jory. Ich weiß. Sagt uns, was ihr braucht. Schon gut. Ich musste mich nur fangen. Tut mir leid. Ich verstehe. Vollkommen. Bloß nicht die Kontrolle verlieren. Wenn ihr zu lieb seid, breche ich zusammen. Ist gut. Schon gut. Es gibt eine Menge zu tun. Genau. Ich muss sie vorbereiten. Nach Hause bringen. Ich muss es Mama sagen. Wir tun es alle gemeinsam. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich glaube, wir müssen reden. Cass, Liebes, ich will, dass ihr mit ihnen geht. Was?
Nein, das geht nicht. Mein Platz ist bei euch. Und wenn ihr mich braucht? Ich komme klar. Die Freunde brauchen euch mehr. Passt auf sie auf. Ich bin bei der Familie. Ich komme, sobald ich kann. Nein, Jory, es fühlt sich falsch an. Das Unglück, eure Schwester. Ich muss bei euch sein. Dafür liebe ich euch. Aber nein, ihr müsst bei ihnen sein. Es geht hier um einen Drachen, den Mörder von Belinda. Ich will das nicht. Ich höre, was ihr sagt, Liebes. Aber es geht nun mal nicht anders. Wir haben Verpflichtungen. Was meint ihr? Ich gehe. Aber nicht heute. Heute bleibe ich bei euch. Ich gehe morgen, wenn auch ihr geht. Das ist das Beste. Ihr werdet sehen. Ich hoffe, ihr habt recht. Und damit ist diese Mission auch abgeschlossen. Nice. Wir können wieder auspacken. So, und raus. Das ist natürlich nicht so schön. Aber gut, wir haben jetzt beide Punkte, haben wir jetzt so erstmal erledigt, also wo es denn so hieß, da ist was passiert, was nicht so Standard ist. Ja, da hat Mortimer zugeschlagen. Das haben wir jetzt mal überprüft, erledigt, und jetzt heißt es scheinbar, wir müssen wieder zurück zu Taimi, die Trockenkurve. Wollen wir mal zurück, wollen wir hier so einen schöne Wegmarke in der Nähe. Dann lass uns doch mal hin. Kriegst mich nicht. Ah, ich mag meinen Blasengleiter, der ist cool. Der ist so speziell. So, und die Gegner, die können wir ja wieder kaputt hauen. Boah, mega lag gerade. Die Inquestur kann nix. Sie ist zu schwach. Oh nein, Stun. Lass das! Erdelement. Oh, wir müssen hier ein bisschen weiter rein als vorher. Dahin müssen wir. Und da rushen wir es durch. La 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 la. Ihr kriegt mich nicht. Ich hoffe nur, das ist eine Instanz, weil ansonsten ziehen wir hier noch ein paar Erdelementare mit. Das wäre nicht so schön. Ja, da ist eine Instanz, alles klar. Dann schnell rein. Die Maschine.
Achso, hier runter. Da seid ihr ja. Wir fingen schon an, uns zu sorgen. Wo ist Marjorie? Ihr klebt doch sonst immer aneinander. Seid still, Braham. Kashmir, geht es Marjorie gut? Ist etwas passiert? Ihre Schwester, Belinda, starb in Fort Salma. Marjorie ist zu ihrer Familie gegangen, um mit ihr zu trauern. Oh nein, wie schrecklich. Aber halt, warum seid ihr hier? Solltet ihr nicht bei ihr sein? Ich wollte mitgehen, aber sie bat mich, diese Mission weiterzuführen. Sie ist in Sicherheit bei der Familie. Wie geht es ihr denn? Ach, naja, nach außen ist sie stark, aber ich kann in sie hineinsehen. Ich sehe, wie weh es ihr tut und dass sie sich die Schuld gibt. Sie hat versprochen, sie kommt, sobald es geht. Arme Marjorie. Es tut mir so leid, Kashmir. Es tut mir leid. Ich erzähle euch, was ich bisher erfahren habe. Alles klar, das, so wollte ich das hören. Das war Scarlets erste Leylinie. Es ist ein Knoten, in dem mehrere Linien zusammenlaufen, aber verglichen mit den in Löwenstein ist er immer noch winzig. Ich habe von einigen Ereignissen erfahren. Bergarbeiter haben hier gegraben und sind auf diesen Einschluss gestoßen. Ich kann mir vorstellen, dass die Leylinien ihre Maschinen beschädigte, und sie deshalb die Mine verschließen. Darüber haben sie wohl geredet und Scarlett hat es mitbekommen. Hier hat also alles seinen Anfang genommen. Ja, genau hier. Hat Scarlett damit begonnen, die Leylinien intensiv zu studieren. Diese Maschinen lassen uns gewöhnlich unsichtbare Magie sehen. Worauf liefen ihre Forschungen hinaus? Euch ist bewusst, dass Scarlett als eine der größten arkanen Forscherinnen in die Annalen eingegangen wäre, wenn sich ihr Verstand nicht aufgelöst hätte. Das ist eine noch nie dagewesene Entdeckung. Davon träumt jeder Asura. Mich interessiert weniger ihre Vergangenheit, sondern unsere Zukunft. So ungeduldig. Puh, na gut. Ich habe herausgefunden, dass die Leylinien gestört sind und dadurch Wegmarken beeinflusst werden. Wegmarken werden beeinflusst? Leider hatte Scarlett recht. Als wir Asura die Wegmarken platziert haben, funktionierten einige besser als andere. Darum haben wir jene, die nicht so gut funktioniert haben, abgebaut. Und nur diese behalten, die gut liefen. Die funktionieren besser, wenn sie sich auf einer Leylinie befinden. Korrekt. Ohne überhaupt zu begreifen, was wir da getan haben, zapften wir die Energie der Leylinien an. Und das ist nicht länger gut graue... Nee, nicht länger nur graue Theorie. Ich kann es jetzt auch beweisen. Wie werden die Wegmarken beeinflusst? Ich bin mir zu 98,5% sicher, die richtige Antwort zu kennen. Es sind diese Ranken, die sie werden von der magischen Resonanz der Wegmarken angelockt. Die Ranken? Ihr meint also Mordumbos Verderbnis? Nicht ganz. Ich glaube, dass die Ranken, die wir sehen, direkt vom Drachen kommen und sich unter ganz Tyria ausbreiten. Es ist also nicht einfach die Verderbnis, sondern er. Und die sich oberhalb frei bewegen? So wie ich das sehe, sind sie verdorben und breiten sich aus. Unsere größte Sorge gilt aber den Wegmarken. Wenn sich die Situation verschlimmert, stecken wir in ernsthaften Schwierigkeiten. Wir müssen etwas unternehmen. Ich wollte gerade erklären. Ich kann ein Gerät bauen, das die Wegmarken effizienter macht. Sie sind für Mordromor weniger attraktiv. Was können wir für euch tun? Im Augenblick nichts. Ich habe alles im Griff. Aber da ist etwas anderes. Etwas ganz Erstaunliches. Wollt ihr es sehen? Folgt mir. Okay. Schaut euch das an. Glaubt ihr, was ihr da seht? Was ist das?
Das ist Omas Maschine, Dusselkopf. Hey, etwas Respekt. Entschuldigung, aber das ist der Apparat, der Skale die ewige Alchemie gezeigt hat. Und er funktioniert. Darf ich ihn umhauen? Das Ding ist sicher gefährlich. Auf gar keinen Fall. Überleg doch, was er uns zeigen kann. Außerdem ist mein Geist viel robuster als Scarlets. Ich glaube, ihr solltet die Finger davon lassen. Ich sehe das eher wie Braham. Was meint ihr? Also umhauen. Alles klar. Was denkt ihr, sollten wir... Nee. Achso, was denkt ihr, sollten wir tun, falls das das Gerät ist, welches Scarlett von Omads Labor herteleportiert hat, dann muss es gefährlich sein. So wie es aussieht, hat Scarlett daran gebastelt. Einige Teile sehen anders aus, neuer. Das macht mich noch viel nervöser. Hat es Energie? Ich glaube schon. Was wisst ihr noch über dieses Gerät? Taimi hat gesagt, dass es gebaut wurde, um das Bewusstsein zu erweitern. Ich habe gehört, dass Scarlett etwas sah, das die Asura die ewige Alchemie nennen, weil sie in die Maschine stieg. Was sonst? Sie ruiniert sich damit ihren Verstand. Nach der Benutzung war sie nie wieder dieselbe. So, als ob sie die Tür zum Wahnsinn durchschritten hätte. Sie war nie wieder dieselbe. Nach der Benutzung beging sie ihren ersten Mord. Danach eskalierte die Sache schnell. Ja, diese Maschine führte sie auf einen sehr dunklen Pfad. Was sollen wir machen? Wir dürfen Taimi nicht in die Nähe davon lassen. Um ihren Selbstwillen stimme ich zu. Oh nein! Wir müssen... Oh Gott. Oh. Nein! Nichts anfassen. Wir wissen nicht, was... Taimi! Ich komme nicht näher ran. Das Ding schleudert zu viele Blitze. Ich schirme euch ab. Holt sie da raus. Rein da! Ich bin drin. Oh. Hey, was ist mit euch? Ich glaube, er ist tot. Was? Nein. Er lebt. Nun erzählt schon. Was habt ihr gesehen? Seid ihr wohl auf? Wir haben uns nicht getraut, euch einfach da rauszureißen. Dann habt ihr geschrien und wir hatten keine Wahl. Wie geht es euch? Wenn ihr erzählen wollt, wir sind ganz Ohr. Ui, da konnte man übrigens auch sehen in den Farben. Ich denke mal, dass es so war. Dass es das bedeutet. Die verschiedenen... Elemente der Drachen. Quasi. Und dass da wahrscheinlich noch mehr kommen wird. Als nur Mordemos. Aber ich erzähle jetzt erstmal ja. Boss, geht es euch gut? Atmet tief ein. Es war unglaublich. Ich bitte, wovon redet ihr da? Ich hatte eine Vision. Ich habe sie gesehen. Die ewige Alchemie. Wie bitte? Das müsst ihr mir erklären. Ich verstehe es nicht. Ich versuche es. Ich habe gesehen, wie Tyria aufgebaut ist und ich war irgendwie ein Teil davon. Gut, ich glaube, ihr müsst euch eine Weile ausruhen. Habt ihr irgendwo Schmerzen? Schmerzen? Hört zu, Unmengen an Energie fließt durch und um Tyria und ich habe einen Drachen gesehen. Also einen Drachen habe ich da jetzt nicht gesehen, aber gut. Wie bitte? Was habt ihr gesehen? Es war ein Teil des Mechanismus, der Welt. Er ist über mich hergefallen. Das hört sich nach einem schlimmen Albtraum an. Ich habe den blassen Baum inmitten eines riesigen, sich bewegenden Puzzles gesehen. So wie Scarlett auch. Der blasse Baum?
Was habt ihr... Nee, was glaubt ihr, hat das zu bedeuten? Das bedeutet, dass wir mit ihm reden müssen. Aber was kann sie machen? Sie ist ein Baum. Sie hat politischen Einfluss. Sie ist wichtig. Vielleicht mehr, als wir ahnen. Oh, hätte ich es doch gesehen. Bin froh, dass ihr in Ordnung seid, aber ihr habt vor Magie getrieft. Es war nicht übel. Ihm haben die Haare zu Berge gestanden. Allerdings. So, Leute, Spaß beiseite. Wir müssen besprechen, was wir jetzt machen. Wie lautet der Plan? Macht euch nur lustig über mich, ey. Wie unfair. Könnt ihr näher beschreiben, was ihr gesehen habt? Was glaubt ihr, hat das zu bedeuten? Schwer zu beschreiben. In meiner Vision war der blasse Baum. Sie wurde als Symbol dargestellt. Das war auch als Zeichnung in Scarlets Zimmer. Das, was wir auch als Zeichnung in Scarlets Zimmer gesehen haben. Wir müssen mit ihr sprechen. Im Hain, glaubt ihr, sie kann euch dabei helfen, eure Vision zu verstehen? Naja, sie hat schon mal uns eine Vision gezeigt, so ist es ja nicht, ne? Sie könnte unsere größten Verbündeten sein. Es ist an der Zeit, die Welt über Mortimer in Kenntnis zu setzen. Ich verstehe, wir sollten mit ihr reden. Wie lautet euer Plan, die Welt zu warnen? Das hört sich nach viel Arbeit an. Einfach nur gehen. Nee. Wir müssen die Anführer einweihen. Wenn wir Glück haben, werden sie uns Gehör schenken. Ihr wollt sie also nicht einfach nur informieren. Ihr wollt, dass sie gemeinsam gegen Mortimer vorgehen. Ich kann mir keine größere oder dringlichere Gefahr als Mortimer vorstellen. Stimmt. Zwischen gefährdeten Wegmarken, verdorbene Mordrim und Ranken, die sich unter Tage bis zu den Zittergipfeln in Richtung unserer Lager für magische Gegenstände ausbreiten, sehe ich für sie keinen Grund, anderer Meinung zu sein. Wir werden einen Weg finden, doch zuerst müssen wir mit dem blassen Baum sprechen. Ihr greift nach den Sternen. Wie können wir das bewerkstelligen? Ihr seid hoch angesehen, aber wird das genügen? Wir werden Schritt für Schritt vorgehen und unsere Reise fängt beim blassen Baum an. Gut. Ihr wisst, dass wir euch überall hin folgen würden. Dem Hain werde ich eine Anfrage über eine Audienz zusenden. Doch bevor ich euch dort treffe, werde ich in Götterfels Halt machen, um nach Jory zu sehen. Wir werden euch im Hain treffen, wenn wir zum blassen Baum gehen. Geht es euch gut, Cass? Ja, alles in Ordnung. Es ist nicht leicht, eine so vertraute Person durch einen Verlust leiden zu sehen. Jory hat versucht, stark zu sein, aber alles, was ich sehen konnte, war ihre Verzweiflung. Es muss euch das Herz gebrochen haben. Sie ist eine Kämpferin, deshalb frisst sie alles in sich hinein. Ich will einfach nur zur Stelle sein, um den Scherbenhaufen aufzusammeln, wenn sie zerbricht. Sie ist eine Kämpferin, wenn das Begräbnis vorbei ist und sie ihre Pflicht getan hat, wird sie trauern. So wird es sein. Bis dahin muss sie für ihre Mutter und ihre Schwestern stark sein. Wenn ich noch über die Reichtümer meiner Familie verfügen würde, dann könnte ich sie von all dem hier fernhalten. Ihr Sicherheit bieten. Ihr Dinge geben, die sie verdient. Sie ist eine Kämpferin. Denkt ihr, sie wäre damit glücklich, so umsorgt zu werden? Ich weiß es nicht. Ich will einfach nur etwas für sie tun. Ich will, dass sie in Sicherheit ist. Niemand von uns wird sicher sein, solange die Drachen wach sind. Ich lasse es euch wissen, wenn ich bereit bin, zum blassen Baum zu gehen. Wiedersehen zusammen. Wiedersehen. Wiedersehen. Wir haben Post und die Episode 2 ist abgeschlossen. Das geht ja richtig schnell, ne? 8 sind es insgesamt, dann kommt Heart of Thorn und 2 von den Dingern haben wir schon abgeschlossen.
So, als nächstes kommt Teil 3 im Bann des Drachen, Teil 1. Wir sehen uns das mal in der Chronik an. Ja, hier sehen wir das. Was wir alles gemacht haben. Sehr, sehr, sehr nice. Und können auch wieder raus. Als nächstes geht es. Erstmal wieder öffnen. Als nächstes geht es Richtung Blasser Baum. Das werden wir aber nicht mehr schaffen in der Aufnahmesession, denn das wird wahrscheinlich wieder so ein bisschen länger dauern. Diese Mission. Ach so, Moment. Apropos, hier ist ein Punkt. Wenn ich schon mal hier bin, dann gehe ich da mal hin. So. Blasser Baum ist im Hain. Hain ist hier unten? Nee. Hain ist hä? Nee, wohin soll ich? Wirft ein Blick. Ach so, erstmal Posteingang. Kasimir, der blasse Baum wird uns empfangen. Geschätzter Dragon Karriot. Der blasse Baum hat einer Audienz zugestimmt, aber sie wünscht persönlich mit euch zu sprechen. Ich befinde mich mit Braham und Rox bereits im Hain. Wir warten hier auf euch. Bitte kommt so bald wie möglich. Hochachtungsvoll, Kasimir. Ich werde da sein. Aber das werden wir nicht mehr diese Aufnahmesession schaffen. Wie gesagt, jetzt müsste es eigentlich angezeigt. Da wird es angezeigt. Das schaffen wir nicht mehr. Deswegen gehe ich jetzt in Hain und suche mir irgendwie einen Händler, um zumindest schon mal den Stuff, den wir hier angesammelt haben, zu verkaufen. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Im Hain. Beim blassen Baum. Da werden wir dann die Kunde verbreiten, dass Mortimus da ist. Der nächste Drache. Das Problem, was uns aktuell Probleme bereitet. So. Zack. Ruckel, ruckel, ruckel. Ja, das würde ich hier gerne mal irgendwie einen Händler finden. Hier Dingens. Reparatur-Heini ist ja auch meistens Händler, ne? Stimmt ja, hier sind Löcher mitten einfach drin. La la la, ich ruckel mich hier durch. Ich nutze den Moment und verkaufe meine Waren. Meine Waren. Und mein Inventar ist wieder leer. So, das ist, was ist das denn? Account gebunden? Doppelklick um die. Achso. Achso, ich kann hier. Waffenstärke. Ich kann hier durchskinnen. Ja, nehmen wir mal einfach. Nehmen wir das hier. Ja, ich möchte. Zack. Jetzt habe ich hier noch einen Dolch, aber. Kann ich theoretisch? Habe ich denn hier einen. Ich glaube, ich habe hier nur. Ich glaube, ich habe hier nur einen Einhänder, oder? Nicht einen Einhänder, zwei Händler, ne? Ja, genau. Aber brauche ich den Dolch nicht. Mal sehen, ob ich das Ding jetzt noch verkaufen kann. Ich trug mal eine. Der Missklang hat mich fast zu einem Lautlosen gemacht. Gewachsene Rüstungen sind auch viel schöner. Zack. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich gehe schon mal hier hin. Das müsste eigentlich der Punkt sein. Ja, genau, hier. Da wird bleiben. Ich stelle mich mal hier so hin. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann gehen wir zum blassen Baum und werden die Kunde verbreiten, dass Mortimus da ist. Und wie wir alle schon wissen, Mortimus, Dschungel. Und es hat alles so ein bisschen mit den Silvari zu tun. Das heißt also, dass die Silvari hier gerade im Mittelpunkt stehen. Mortimus ist auch der Drache der Silvari, also die Bedrohung für die Silvari. Und deswegen haben die Silvari
sehr, 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 sehr viel, also eine sehr große Rolle. Also spielen hier eine sehr große Rolle in der Geschichte rund um Mordemos. Deswegen auch der blasse Baum, der sehr viel mit dem ganzen Shit hier zu tun hat. Beim nächsten Mal, wie gesagt, werden wir mit ihm reden. Also, wir sehen uns.